Herzlich willkommen bei Bass Tuning. Heute gibt es mal wieder ein weiteres Video, zeigt mir dein Projekt. Und zwar haben wir heute was ganz Besonderes. Wir hatten, das letzte Video war VR6 Turbo, Turbolite in Linz. Da habe ich aber selber gefilmt, da hatte ich auch den Besitzer nicht mit dabei. Der ist heute dabei, dass wir ein paar Infos zum Fahrzeug bekommen. Und heute geht es nämlich um einen Golf 2 Rocket Bunny. Get down in the car, one time give it all, bust it open hard, let me see you jive. Get down in the car, one time give it all, bust it open hard, let me see you jive. I fucked up this verse, okay, we hustle, but then what then? Oh my. Das ist der Alex, der Besitzer des Fahrzeugs, der hat sich heute Zeit genommen und zwar sind es ein bisschen mehr Umbauten an dem Fahrzeug. Also nicht so ein klassischer Standard-Golf, den man ja doch mittlerweile doch recht selten sieht, sondern erstens, er ist breit, zweitens Motorumbau. 1.8 Turbo ist drin, ist ein APX, wie ich gesehen habe. Eigentlich ist der BRM, der Kopf ist vom APX. Leistungstechnisch reicht auf jeden Fall, das schauen wir uns gleich nochmal an. So an sich, super schönes Fahrzeug. Farbe? Super weiß Metallic. Mhm. Hersteller oder ist das VW Originallack. Achso, was für ein Fahrzeug? Golf 7 GT zum Beispiel. Das ist super weiß. Am Anfang, wenn man das Fahrzeug zuerst mal so ein bisschen sieht, denkt man sich, okay, es könnte irgendwie M2 Mondstein sein oder sowas. Ja, das hat mehr Perl drin. Ansonsten, was natürlich sofort ins Auge sticht, ist natürlich das Breitbau-Kit. Das ist ein Pandem-Kit. Die Sache ist die, es ist natürlich noch nicht ganz lackiert. Also es fehlt noch ein bisschen was. Alex hat auch gesagt, komm, lass uns das bitte machen, wenn das Auto fertig ist. Er ist auch ein bisschen dreckig und so, hat er gesagt, sage ich, so einen sauberen Umbau bekommt man so selten auch vor die Linse. Deswegen habe ich gesagt, machen wir das heute. Und es sind die Details, die bei diesem Fahrzeug auch zählen. Also grundsätzlich sei es drum, ob die Stoßstange schwarz glanz hier vorne lackiert ist, das würde dann mit dem Übergang wahrscheinlich auch alles gemacht hätten. Ja, aber das wird jetzt in Wagenfarbe lackiert. Ja. Also schwarz ist dann komplett hinfällig. Nur das Matte bleibt, was matt ist. Grill, Scheibenkeil, Heckspoiler und die Felgen. Alles andere wird in Wagenfarbe lackiert. Hm. Was sind Felgen? Sind das 18er? Ja, 9x18. 9x18 rundherum. Mhm. Ja. Bremsanlage habe ich mich vor ein paar Tagen auch für meinen VR6 informiert. Es ist ja so, das ist ein 17er, also Z17, oder? ZR? Nein? 18er. Ja. Die sind beschissen zum Adaptieren. Geht sich nämlich wegen am Einlenken, wegen am Querlenker, glaube ich, ne? Ja, es ist alles customized, ja. Deswegen fahren die meisten da die 17er Sättel. Auf der Hinterachse haben wir Cayenne Vierkolbensattel mit R32 originale Handbremssattel. Ja. Hinten 310, vorne 330. Hinten 330, vorne 360. Habe ich mich jetzt dann doch leicht vertan, weil ich auch mit meinem Bremsenbauer gesprochen habe, der hat gesagt, weil VR6, weil hier sind ja die Plusachsen drin verbaut. Ja. Das heißt 5x100 mit Stabis aus dem VR ganz normal, nehme ich an. Genau, das komplette Kit beinhaltet nicht den Spoiler. Spoiler ist Boomerang-Kit, glaube ich, oder? Nein, Spoiler ist sogar Eigenbau. Ach so. Ist vom Boomerang ist ein bisschen extremer, ein bisschen steiler. Mhm. Das ist dezenter gehalten und das ist ganz normaler Eigenbau. Aus Ungarn haben wir den. Hätte jetzt sagen können, weil vorher war nämlich auch diese Radlaufverbreiterung vom Boomerang dran, ne? Da können wir gerne mal, du hast ja über 300 Beiträge bei Instagram, der Link ist natürlich unten mit drin, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Ja. Und da sah das Fahrzeug noch ein bisschen anders aus. Das Grundfahrzeug und Grundmotor war, also war es ein 1.3er NZ oder was? 1.3er MH. Okay. Vergaser. Okay, das heißt, da hatten wir jetzt auch noch nicht so viel Leistung. So an sich, es sind halt wirklich einfach die Details. Wir schauen einfach mal kurz hinten rein. Das ist dann schon wieder, wo du sagst, okay, so sauber gearbeitete Fahrzeuge findest du ja eigentlich gar nicht mehr. Also hier ist alles clean, sauber gemacht. Alles komplett rauslackiert, komplett verchromt. Kabelbaum aufs Minimum. Hier haben wir zum Beispiel, Fahrwerk kommen wir auch gleich dazu, haben wir hier die HLS-Pumpe. Dazu eine Batterie, ist aber kein Lightblock oder sowas, oder? Nein, ist ganz normal die Optima. Ja. Die
brauche ich als Gegengewicht, wenn ich alleine fahre, dass wir am Beifahrer ein bisschen Gewicht haben, weil wir hinten nur 90 Kilo pro Reifen haben. Ja, das ist ja das Problem im HLS-Kit gewesen, aber ja, haben wir jetzt schon hingebracht. Fahrzeug ist sehr, sehr leicht auf der Hinterachse. Ja. Gerade wenn du vorne ein bisschen mehr Gewicht dazu bekommst, wird es halt hinten umso leichter. Rückleuchten sind? MTS. Das sind die schwarzen MTS von früher und die haben den Vorteil, dass die integrierte Rückstrahler drin haben. Weil sonst musst du nämlich Rückstrahler irgendwo anbringen. Die wunderschönen. Sieht immer, das sind diese ganz kleinen viereckigen, die habt ihr bestimmt schon mal irgendwo gesehen. Die sehen nicht so gut aus. Komplett Uniball gelagert alles. Ich schätze mal Achsen auch, oder? Alles komplett auf Uniball. Ja. Alles komplett neu gemacht. Und das Schlimmste ist einfach, ich weiß ja, was das alles kostet. Ich habe meinen VR6 die Achsen alles gemacht und da, was da Geld drauf geht. Alles fürs Pulvern und sonstiges. Also wirklich wunderschön. Ist wahrscheinlich elektrisch zum Öffnen, oder? Ja. So, das legen wir dir nun wieder an. Dann, Kit hat gut gepasst oder ging so? Eigentlich sehr gut, ja. Verhältnismäßig sehr gut, also besser als erwartet. Ist natürlich schon eine Aktion, das anzubringen. Du musst das komplett zusammenbauen, dass du es ans Auto dann drüber stülpst, sage ich mal. Weil Einzelteile, nur mal das Seitenteil anbringen, geht nicht. Ach so. Also es muss alles zusammengebaut sein und dann einfach drüber gestülpt, sage ich mal. Ne? Das Fahrzeug steht jetzt schon seit 2 Wochen, kann man fast sagen, bei uns in der Werkstatt. Ich habe es mir natürlich angeschaut. Ich bin ja selber so 2er, 3er Golf, ist ja eigentlich genau mein Ding. Ihr kennt es ja sowieso. Und habe mir das natürlich auch mal unten hier drinnen angeschaut. Sieht man schlecht, HLS oben wird man es mehr sehen. Es ist tatsächlich so, ihr habt schon was rausgetrennt, ne? Das war vom Wundwanken, ja, von den Zwindern. Und auch wahnsinnig sauber verarbeitet, komplett, also sowas. Normalerweise gibt es die Jungs, die schneiden einfach unten raus, legen die Kanten um, zack, ein bisschen Unterbodenschutz drüber und die Sache hat sich. Das Ganze fängt dann nach einem Jahr zu gammeln an. Hier werdet ihr wahrscheinlich noch ein bisschen was rausschneiden müssen. Ne? Oh. Das sieht man, HLS unten, das hast du ungefähr noch zum inneren bzw. äußeren Rathaus, ungefähr vielleicht noch 1 Zentimeter. Und dann geht es tatsächlich auch irgendwo in die Richtung Innenrathaus anpassen. Ne? Innenrathaus ist jetzt gleich morgen die nächste Arbeit. Wir haben morgen Arbeitseinsatz, 3 Kumpels von mir, inklusive ihm. Mhm. Dann schneiden wir da wieder ein bisschen rum. Da gibt es wieder Kastenbier. Ja, es hilft nichts. Irgendwie muss es weitergehen. Das ist jede Woche was Neues. Ja, das auf jeden Fall. Ist auch wirklich ungewohnt, einfach mal eine 9x18 auf dem Golf zu sehen. Also, wir haben vorhin eh schon gesprochen, normalerweise fährst du eine 7x17. Ich auf meinem R32 3er Umbau habe damals eine 7,5x18 gefahren. Das schleift innen natürlich Vollgas, ganz normal. Ja, und kotflügeltechnisch alles umlegen und ein bisschen ziehen. Ist eine Vollzelle drin, komplett verschweißt, wir können auch gerne mal aufmachen. Und das Beste ist einfach, an dem Auto funktioniert alles. Das ist, und das spricht halt auch einfach, wenn du siehst, das Ergebnis, so wie es bis jetzt ist, da kommt dann noch einiges. Seht ihr dann beim Alex auf Instagram. Es ist auch, was ist noch original, außer das Armaturenbrett? Und der Heckdeckel vielleicht, wobei der ist auch schon gecleant. Ja, und vor allem ist er versteift, weil der Spoiler ja quasi da komplette Platte drin hat, dass das alles sich überträgt, weil er einfach zu viel drückt bei 120, ungefähr 80 Kilo auf der Hinterachse nochmal extra. Ja, schon einiges, wenn du siehst, wie die Luft. Also es bringt, er bringt schon was, deswegen ist er auch drauf, das ist nicht nur Optik. Ja. Was fährt, kann man das sagen, was bist du maximal gefahren mit dem Fahrzeug? Also bei 280, 285, da gehst du runter. Aber noch nicht Ende. Das glaube ich. Da gab es damals einen Film, Autobahnraser hieß der, Polo 86C, ist auf die Autobahn gefahren, bei 120, den ersten Spiegel verloren und sowas. Also du fühlst dich schon relativ unsicher in so einem kleinen Fahrzeug, muss man sagen, weil halt einfach nicht so viel Blech dran ist auch. Es gibt halt einfach alles ein bisschen auf, die Scheibe kommt dann schon der Gummi ein bisschen rein. Ja, es ist halt dann sehr unruhig durch das Gewicht, wir bräuchten da schon irgendwie Ansaugung am Boden. Mhm. Es wird dann sehr instabil, das Ganze. Ne? Also es ist auf jeden Fall noch genügend Leistung da. Leistung ausreichend. Simon hat es vorhin gesagt, bei den alten Reus-Modellen stand im Fahrzeugschein Leistung ausreichend. Fertig. Dann innen komplett, einmal alles raus, einmal komplett auslackiert. Schalensitze, Sparko drin. Das musst du beim Blinken wirklich immer vorne den Schalter umlegen? Ja, ja. Das ist geil. Ne? Ist aber alles so vom TÜV abgenommen. Das ist noch viel geiler. Wir haben keinen Lenkstockschalter, nichts. Geschüsseltes Lenkrad bin ich im Moment auch so, dass ich sage, wow, will ich unbedingt haben, weil ich habe die Airbags ein paar Mal rausgeschmissen beim Dreier. Display und sowas, alles. Ich habe mitbekommen, frei programmierbares Steuergerät. Ja. Display gehört da dementsprechend dazu. Gibt es da ein Kit oder irgendwas? Oder? Das Display ist eigentlich separat. Das hat es von AIM, von Memotech. Mhm. Heißt, die Firma hat es das gegeben und das war vor der Zeit, wo es jetzt zum Beispiel fürs Emo oder was die ganzen Tacho-Sachen gibt, war das schon davor. Mhm. Da hat man das schon ins Auge gefasst und mit integriert. Das ist ein Tri-Check-Steuergerät, was ich drin habe. Und zu dem Tacho, ja, das haben halt alles, hat die Firma PW Custom war das damals, alles anpassen, anfertigen müssen, dass das alles so funktioniert, ja. Der Wahnsinn.
Arbeitsstunden geschätzt? Boah. Könnte man gar nicht mehr zusammenrechnen. Ja, es ist eigentlich, ja, nein, schwierig zu sagen. Also die Bauzeit rein war 1,5 Jahre nur. Ne? Aber es war halt schon hardcore. Also das Wochenende und unter der Woche auch immer gearbeitet dran waren. Oh. Das ist halt auch wieder das, wenn man die Türtafeln zum Beispiel anschaut. Komplett aus Alu gefertigt. Hier komplett alles sauber verarbeitet. Das ist alles gut gemacht und es funktioniert alles. Kannst das Fenster runterkurbeln? Funktioniert alles. Hast da hier deinen Türöffner? Fertig. Und vor allem überall super schön rauslackiert. Gefällt mir sehr gut. Schauen wir uns den Motor an. Okay. Weil auf dem werden die meisten Golf 2 Fahrer natürlich. Es ist ein Zweier Golf, es ist ja nicht. Ja, es ist immer schwierig mit der Tasche. Freut mich auf der Tüte, geht auch. Die meisten werden jetzt natürlich sagen, okay, was ist jetzt mit der Haube? Weil die hinten so aufsteht. Viele würden jetzt denken, ist wie beim alten 5er E34, E30. Klappt man die so auf? Ne, die geht ganz normal auf. Wahrscheinlich Staubitze, oder? Das ist wie Turbo, ja. Ja, hinten auf. Das ist jetzt aber erst seit 2023 ist jetzt die Neuheit schon wieder. 1.8 Turbo. Der Umbau, der wahrscheinlich laut Google der häufigst gesuchteste Motorumbau für den Golf 2 ist. Gestritten vielleicht mit dem VR6. Gleich vorab Plusachsen verbaut, das heißt Motorlager auf der hinteren Seite 4er Golf 1.0 TDI. Mhm. Gibt es aber, glaube ich, sogar 3 verschiedene Teilnummern? Kann ja, du kannst mehrere Variationen. Du kannst dann mit dem Vorderachsträger spielen, dass er so hängt oder so hängt. Da gibt es einen Passat 35i, ist der zum Beispiel. Ist das der Sechszylinderträger, den du so sagst? Vorne ist der Passat 35i Sechszylinderträger drin, ja. Der klassische, ich suche den Träger, ich suche für dafür meinen Dafür hängt VR6. Der Motor gerade. Ja, ich habe mich jetzt auch noch nicht so viel mit 1.8T beschäftigt tatsächlich. Ja. Aber das sind wieder so Einzelheiten. Ein Kollege hat auch gesagt, du schick mir mal ein Bild vom Motor, weil ich finde die Halterung geil. Die sind aber original, ne? Ja. Die sind original gemacht, aber Motor, Kolben, Pleuel, einmal alles. Programm, alles einmal gemacht. Ist ja mittlerweile 2 Liter. Mhm. Geholt auch noch, warum auch nicht? Naja, logisch. Sieht man natürlich hier aber auch, nochmal mit dem Aufkleber, Druck regelt. Ja, also irgendwie drückt es dann schon durch. Mhm. Ansonsten Laufleistung seit Umbau? Ja, es sind jetzt 11.000, 12.000 Kilometer, irgend sowas. Müsste jetzt im Tacho noch schon, glaube 11. Aber ist eigentlich nur, also ist eine komplette Fahrmaschine. Das Auto funktioniert auch so. Ja, Fahrwerk haben wir jetzt ein bisschen vergessen teilweise. Gepfeffert V3 ist drin, 80 bis 180 mm mit HLS. Vorher war er 3 cm höher ungefähr. Mit dem Klappsport. Ich habe gesehen, er hat eine super geile Einfahrt. Die macht es natürlich auch wesentlich leichter. Ja. Genau, jetzt geht er knapp 35 mm in die Höhe. Ansonsten Stoß zum Lager haben wir noch. Der Klassiker, wenn du tief fahren möchtest. Vorne hast du Lampen, habe ich gesehen. Sind kein Xenon-Umbau oder sowas. Das sind so LED. LED sind das ja von Philips. Haben die TÜV? Die haben TÜV. Das von Osram gibt es ja jetzt mittlerweile sogar für den Golf 2 und Golf 3 und 1 mhm. TÜV. Als H4, oder? H4, LED, mhm. Ja. Und das war halt schon vor der Zeit. Letztes Jahr, die hatten schon TÜV, aber halt, ja, Golf 5, 6, 7. Mhm. Ja, gut. Ich sag also, halt mal, was da gut ist, ist halt der Anschlägigste. Ladeluftkühler vorne mit dran. Integriert in der Schuhstange, ja. Das finde ich immer. Also optisch macht es ja was her. Wenn das Fahrzeug hinter dir auf der Autobahn kommt, da denkst du schon, oh, was ist los? Da sage ich nur, was ist denn mit dem Kombi los? Ja. So an sich, ein wunderschönes Fahrzeug. Vielen, vielen Dank, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, obwohl ihr eigentlich ein bisschen in Eile seid. Wir haben heute Freitag, das Video wird an einem Samstag kommen. Ich schätze, in einer Woche ungefähr. Okay. Vielleicht sehen wir uns dann mal wieder auf irgendeinem Treffen. Wenn komplett alles lackiert ist, würde mich auf jeden Fall freuen, euch da auch nochmal mitzunehmen. Ich würde sagen, 90% sind fertig, oder? Ja, logisch. Ist Anpassungsarbeiten, Farbe, bisschen zusammenbauen, bisschen TÜV und so weiter. Bisschen zusammenbauen, bisschen TÜV. Naja, vielleicht ein, zwei Tage. Die Jungs morgen Kiste Bier, dann ist das fertig. Ja, so ungefähr. Schnell nochmal drüber gepinselt. Ladertechnisch kann man sagen. Upgrade-Lader vom Turbozentrum, Stage 2, K04. Also mehr ist nicht möglich. Also K04, oder? Ja, von der Leistungsentfaltung, also mehr als Stage 2 ist Turbozentrum ist Maximum. Mhm. Du wirst wahrscheinlich thermische Probleme hinten haben, oder? Nein, nicht mehr. Nein? Ist alles gelöst, ist ja der High-Flow-Grümmer drin. Wird das Band eigentlich nass gewickelt? Nee, gell? Nee. Dann sollst du es. Gibt es noch irgendwas, was du zum Fahrzeug sagen möchtest, was mir jetzt vielleicht irgendwas Spezielles, was ich jetzt vergessen hätte, nicht gesehen hätte?
Ja, wir haben letztendlich eh drüber geredet, dass eigentlich nichts mehr so ist, wie es mal war. Ne? Ja. Vor allem das Beste ist einfach die Abdeckung hier. Das sieht alles neu aus. Normalerweise ist neu. Aber die gibt es nicht mehr. Doch, die gibt es neu. Aber du weißt nicht, wo. Ich wollte gerade sagen, wo hast du die her? Weil die, wenn du die irgendwo... Kauf dir einen Golf 2, du schlachtest einen Golf 2 oder so. Jedes Mal ist die Abdeckung hin. Die sucht jeder. Es ist so. Vielleicht trink mal nachher noch ein Bierchen und dann kriegst du bestimmt raus. So, Feuersonne. Dann, wie gesagt, vielen, vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, passt. Und den Pulli gibt es zu erwerben? Natürlich, Druck regelt. Jetzt fängt genau der Kopf. Wird aber dann jetzt das Design angepasst, natürlich, in neuen Look. Ja, jetzt würde er da nochmal 3 cm runterkommen. Ja, und vor allem ist da noch der alte Kit drauf. Ne? Stimmt, das ist krass. Dann soll es mit dem Video gewesen sein. Wir sind soweit durch. Schreibt mir gerne eure Meinung zum Fahrzeug in die Kommentare. Lasst ein bisschen Liebe bei Druck regelt und beim Alex auf Instagram da. Link ist natürlich unten drin. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Zeigt mir dein Projekt. Lasst es euch gut gehen. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Ciao.